Hallo, liebe Deutschlernende und Leseratten, ich bin Marco und heute möchte ich dir dieses fantastische Buch vorstellen. Es heißt Wie man ein Buch liest. Und ich möchte dir Deutsch beibringen, während du dieses Video schaust, sodass du zwei tolle Dinge verbinden kannst: Bücher und Deutsch lernen. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Jetzt mach sofort das Video aus. Mach ich. Bevor wir anfangen, möchte ich, dass du auf die folgende Webseite gehst. AuthenticGermanLearning.com/Sachbuch 1. Dort habe ich eine sehr detaillierte Rezension von diesem Buch geschrieben. Wenn du den Artikel überfliegst, bevor du dieses Video schaust und nachdem du dieses Video schaust, wirst du die Inhalte viel besser verstehen. Wie ein Muskel kann der Geist verkümmern, wenn er nicht benutzt wird. Das ist ein Zitat aus dem Buch und ich denke, es ist ein sehr passendes Zitat. Dieses Buch ist ein praktischer Ratgeber, um ein Buch zu lesen, um es zu verstehen, um es zu analysieren und um sich sein eigenes Urteil zu fällen. Auf welcher Stufe liest du? Es gibt vier Arten, ein Buch zu lesen. Die erste Art ist das elementare Lesen. Beim elementaren Lesen geht es darum, die Worte zu verstehen. Die zweite Art, ein Buch zu lesen, ist das Querlesen. Das ist die beste Art und Weise, ein Buch zu lesen, wenn man begrenzte Zeit hat. Ich kann querlesen, indem ich zum Beispiel das Inhaltsverzeichnis mir anschaue, indem ich das Buch einmal durchblättere und versuche, die wichtigsten Wörter zu finden. Und so kann ich in begrenzter Zeit ganz viel über ein Buch erfahren. Und eventuell könnte ich dich sogar davon überzeugen, dass ich das Buch gelesen habe. Die dritte Art, ein Buch zu lesen, ist es analytisch zu lesen. So lesen wir ein Buch, wenn wir unbegrenzt Zeit haben. Francis Bacon hat einmal gesagt, manche Bücher darf man nur kosten, andere muss man verschlingen und nur wenige kauen und verdauen. Wenn wir analytisch lesen, dann kauen und verdauen wir ein Buch. Die vierte und letzte Art, Bücher zu lesen, ist das thematische Lesen. Beim thematischen Lesen lese ich nicht nur ein Buch, ich lese mehrere Bücher. Beim thematischen Lesen kann ich mehrere Bücher miteinander vergleichen. Kommen wir zu den fünf wichtigsten Ideen, die ich beim Lesen dieses Buches gelernt habe. Idee Nummer 1. Lies aufmerksam. Ein essentieller Teil des Lesens ist es, verblüfft zu sein oder verwirrt und dies zu merken. Ja, es ist ganz wichtig, dass man sich bewusst ist, wenn man etwas nicht versteht. Und um aufmerksam zu lesen, kann ich Hilfsmittel gebrauchen. Wenn ich
mit dem Bleistift in das Buch schreibe, immer wenn ich etwas nicht verstehe oder wenn ich etwas sehr interessant finde oder wenn ich verwirrt bin, dann ist praktisch der Bleistift ein Zeichen dafür, dass ich aufmerksam bin. Ich markiere wichtige Textstellen in Orange oder Gelb. So verpasse ich nur sehr wenige wichtige Stellen. Wenn ich das Buch nochmal lese, dann finde ich diese Stellen schnell wieder. Idee Nummer 2. Urteile fair. Also zum einen ist es wichtig, dass man erst die Argumente versteht, ehe man ein Urteil fällt. Wenn ich das Urteil gefällt habe, dass eine bestimmte Handlung gut ist oder eine bestimmte Handlung schlecht ist für meine Ziele, erst dann kann ich mein Handeln ändern. Idee Nummer 3. Lies Geschichten schnell. Ich war erst skeptisch, als ich diesen Vorschlag gehört habe, aber er ergibt Sinn. Das Ziel, das wir meistens haben, wenn wir eine Geschichte lesen, ist, die Erfahrung zu bekommen, die der Autor uns vermitteln wollte. Und deshalb ist der Ratschlag der Autoren, eine Geschichte möglichst schnell und mit möglichst wenigen Unterbrechungen zu lesen. Und so können Goethe, Schiller und Shakespeare Spaß machen. Idee Nummer 4. Trau dich, schwierige Bücher zu lesen. Trau dich, all die großen Romane zu lesen. Und trau dich auch, dir Bücher zu suchen, die dir in deinem Leben helfen. Du wirst sehr viel aus diesen Büchern gewinnen. Lies sie, wenn es sein muss, sogar mehrmals. Idee Nummer 5. Werde aktiv. Ein Buch kann dir nur helfen, deine Probleme zu lösen. Du musst selber aktiv werden. Das waren die 5 Ideen, die ich aus diesem Buch mitgenommen habe. Ich möchte dir noch kurz vom analytischen Lesen erzählen. Die Regeln oder die Richtlinien des analytischen Lesens sind in 3 Phasen eingeteilt. Phase Nummer 1. Worum geht es in dem Buch? Phase Nummer 2. Was wird im Einzelnen gesagt und wie wird es gesagt? Und Phase Nummer 3 ist schließlich die Frage, ist es wahr? Und wenn es wahr ist, was folgt daraus? Was passiert, wenn es wahr ist? Das waren die 3 Phasen des analytischen Lesens. Schließlich möchte ich dir noch erzählen, was ich persönlich über dieses Buch denke. Ich habe durch dieses Buch gelernt, Bücher aktiver und gründlicher zu lesen. Und ich habe auch meine Fähigkeit verbessert, das gelernte Wissen in Handlung zu verwandeln. Was mir noch gefallen hat, ist, dass die Autoren wirklich eine Hingabe haben für die Rationalität und für geistiges Wachstum. Mir hat das Buch sehr gefallen und ich kann es nur empfehlen. Falls ich dein Interesse geweckt habe und du mehr wissen willst, dann schau doch vorbei bei authenticgermanlearning.com/sachbuch1
wo ich eine längere Rezension geschrieben habe. Ich hoffe, dieses Video hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast viel gelernt und wir beide sehen uns morgen. Tschüss!